Lange hat es gedauert, aber jetzt ist es soweit. Gestern wurde im Nationalrat das Wohnpaket beschlossen und das sieht unter anderem eine erhebliche Erleichterung vor, was die Anschaffung von Eigenheimen betrifft, Einfamilienhäuser oder Eigentumswohnungen, die zum eigenen Wohnbedarf gekauft werden. Hier gibt es in Zukunft eine Befreiung der Eintragungsgebühr für das Eigentumsrecht auf der einen Seite und für das Pfandrecht auf der anderen Seite. Das ist eine große Erleichterung, weil damit die Nebenkosten erheblich gesenkt werden. Wie das Ganze genau funktioniert, darum geht es in meinem neuen Video. Hallo, mein Name ist Dr. Dan Katzlinger, ich bin Rechtsanwalt und auf Immobilientransaktionen in ganz Österreich spezialisiert. Ich helfe Anlegern und Eigennutzern beim rechtssicheren Kauf ihrer Immobilie in ganz Österreich. Gestern wurde im Nationalrat das Wohnpaket beschlossen und die Erleichterung für Eigenheimnutzer ist erheblich. Bis zu 11.500 Euro kann man sich sparen durch die Gesetzesänderung, die eine Befreiung der Eintragungsgebühr für das Eigentumsrecht und für das Pfandrecht auf der anderen Seite vorsieht. Das Ganze ist natürlich an einige Rahmenbedingungen geknüpft. Erstens, das Rechtsgeschäft darf nicht vor dem 01.04.2024 abgeschlossen worden sein. Das heißt, idealerweise wird der Kaufvertrag erst im April unterschrieben und dann gilt diese Befreiung nur für 2 Jahre. Das heißt, vor dem 30.06.2026 muss das Rechtsgeschäft abgeschlossen werden. Der Grundbuchsantrag darf nicht vor dem 30.06.2024 gestellt werden und nicht nach dem 01.07.2026. Das Ganze hat auch eine betragliche Grenze, nämlich gilt die Befreiung nur bis 500.000 Euro. Wer die Immobilienpreise kennt, weiß, dass damit nicht alle Immobilien erfasst werden, aber bis 500.000 ist die Befreiung anzuwenden. Alles, was darüber hinausgeht, ist ganz normal zu bezahlen. Also wenn ich eine Immobilie habe für 750.000 Euro, dann sind 500.000 befreit und für 250.000 muss ich eben dann diese Nebenkosten bezahlen. 1,1% Eintragungsgebühr für das Eigentumsrecht und wenn ich ein Pfandrecht aufnehme, was in den meisten Fällen ja der Fall ist, dann muss ich für die Hypothek, also für das Pfandrecht, das im Grundbuch eingetragen wird, auf den Betrag, der eingetragen wird, 1,2% Eintragungsgebühr bezahlen. Bis 500.000 Euro bin ich auch hier befreit. 11.500 Euro die maximale Ersparnis. Ab 2 Millionen Euro gibt es die Befreiung überhaupt nicht mehr, also auch nicht für die ersten 500.000 Euro. Also wenn du dir ein etwas größeres, teureres Haus kaufst, über 2 Millionen Euro, dann nützt dir die Befreiung nichts. Ich hoffe aber für dich, dass du dann sowieso genug Geld hast, um auch diese Gebühren bezahlen zu können. Dieses Gesetzespaket ist natürlich sehr interessant für alle, die ein Eigenheim kaufen wollen. Es gilt nämlich nur für Immobilien, die zur Deckung eines dringenden Wohnbedürfnisses gekauft werden. Das heißt also, alle Anleger fallen hier raus, auch wenn du ein Geschäftslokal kaufst, eine Werkstatt, dann bist du hier nicht befreit, sondern es geht wirklich um die Immobilien, die gekauft werden zur Deckung eines dringenden Wohnbedürfnisses. Das heißt, du musst dort auch wirklich hinziehen. Wenn der Wohnsitz dann innerhalb von 5 Jahren nach dem Kauf, nach der Eintragung aufgehoben wird, wird rückwirkend die Steuer wieder anfallen. Das ist also ein sehr wichtiger Faktor, den man nicht vergessen sollte, denn in 5 Jahren kann sehr viel passieren und man kann auch hier die Immobilie wieder verkaufen, den Hauptwohnsitz auflösen und dann muss die Gebühr im Nachhinein bezahlt werden. Daran denkt dann natürlich niemand mehr. Das darf man also nicht unterschätzen, dieses Risiko, dass die Gebühr im Nachhinein wieder erhoben wird. Wenn du aber in diesem Zeitraum mehrmals Immobilien kaufst und diese als Hauptwohnsitz nutzen willst, dann kannst du auch mehrmals befreit werden. Die Voraussetzung ist, dass du deinen Wohnsitz an der gekauften Immobilie aufgibst und dann einen neuen Wohnsitz begründest. Das heißt, wenn theoretisch du die Möglichkeiten hast, innerhalb von 2 Jahren mehrmals eine Immobilie zur Begründung eines Hauptwohnsitzes, zur Deckung eines dringenden Wohnbedürfnisses zu kaufen, dann kannst du auch die Befreiung mehrmals in Anspruch nehmen. Natürlich bringt das nur teilweise was, denn wenn du den Hauptwohnsitz wieder auflöst, wird die Steuer ja rückwirkend erhoben. Aber für die Anschaffung jetzt heißt das, es muss nicht deine erste selbstgenutzte Immobilie sein. Es ist also wirklich ein Schritt in die richtige Richtung, nämlich dass der Staat da, wo er eingreifen kann, und das sind eben genau die Steuern und Gebühren, einmal nachgibt und so die Nebenkosten wenigstens ein bisschen verringert und den Kauf erleichtert, gerade was die Schaffung eines Eigenheims anlangt.
Ich bin gespannt, wie viele diese Befreiung in Anspruch nehmen können und auch werden. Und planst du eine Immobilie zu kaufen, dann brauchst du natürlich eine fundierte rechtliche Beratung von der Spezialkanzlei für Immobilienrecht in Österreich. Schick mir deine Anfrage, wenn du dabei bist, eine Immobilie zu kaufen und einen Kaufvertrag brauchst. Oder wenn du einen Kaufvertrag hast, den du unterschreiben sollst und dich aber nicht auskennst und den geprüft haben willst. Wenn du sonst rechtliche Beratung rund ums Immobilienrecht brauchst, dann sind wir dein Partner. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch. Wenn du keine weiteren Videos verpassen willst, abonniere meinen YouTube-Kanal. Ansonsten bis zum nächsten Mal, dein Dan.